Jetzt, da sich ein Ende des Ukraine-Konflikts abzeichnet, der in die bedingungslose Kapitulation Kiews mündet, schlägt Olaf Scholz plötzlich Friedensverhandlungen vor und wird direkt von Kriegsbefürworter Münchhausen zu Kiesewetter attackiert. Über beides berichtet die Junge Welt. Schon in den Märchen der Brüder Grimm waren die Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lange vorbei. Insofern ist es zwar sicherlich wünschenswert, dass das Töten und Zerstören in der Ukraine zu einem Ende kommt. Schön, dass auch Olaf Scholz jetzt den Reiz des Friedens entdeckt hat und darüber nachdenken lassen will, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Immer dieses vereinnahmende sozialdemokratische Wir. Der Witz an dieser Aussage aber ist das Doch. Denn an dem Widerspruch, den das Wörtchen andeutet, hat Scholz mit seiner Parteinahme nicht für den Frieden, sondern für eine der Kriegsparteien seinen verdienten Anteil als zweitgrößter Waffenlieferant der Ukraine, worauf er bei anderen Gelegenheiten stolz zu sein scheint. Hoffen wir mal, dass der Eindruck täuscht. Olaf Scholz reagiere mit dieser Aussage auf das Interview des ehemaligen Botschafters der Ukraine in Berlin, Andrzej Melnyk, mit der Berliner Zeitung vom letzten Wochenende. Das klang schon ein bisschen wie eine Erlaubnis aus Kiew, mal wieder das F-Wort in den Mund zu nehmen. Jetzt im Nachhinein macht sich Olaf Scholz eher lächerlich und die Antwort aus Moskau kam auf dem Fuße. Man höre aus Europa verschiedene Aussagen, aber keine aus dem Land, das diesen Prozess steuert, das den kollektiven Westen dirigiert, nämlich den USA. Und von dort ist vor Januar, wenn Kamala Harris oder Donald Trump ihr Amt antreten werden, nichts zu erwarten. Wäre es anders, wäre bereits dies eine Imagepleite für die westliche Führungsmacht. Sie müsste zugeben, dass es ihr eilt und dass das Konzept gescheitert ist. Den auf ukrainischem Boden und ukrainischem Leben ausgefochtenen Krieg in die Länge zu ziehen, bis Russland daran zugrunde geht. Dass es die Ukraine tut, war einkalkuliert. Dieser politische Konkurs muss noch ein bisschen verschleppt werden. Wie er eingefädelt wurde, hat jetzt Victoria Nuland angedeutet. Nach ihrer Darstellung hat die Ukraine im Frühjahr 2022, als die Umrisse eines Friedensabkommens schon auf dem Tisch lagen, bei den USA um Beratung gebeten, wie sie weiter vorgehen solle. Die US-Vertreter hätten Kiew deutlich gemacht, dass das Land im Falle eines Vertragsabschlusses militärisch neutralisiert und kastriert worden wäre. Nuland sagte nicht explizit, dass die USA der Ukraine verboten hätten, Frieden zu schließen, aber der direkte Hinweis muss gereicht haben und die Kiewer Regierung wusste offenkundig, dass das ganze Interesse des kollektiven Westens an der Ukraine und ihrem politischen Überleben daran geknüpft war, dass das Land genau jener militärische Vorposten gegen Russland sein und bleiben sollte, als den Wladimir Putin die Ukraine 2022 wahrnahm und deshalb den Krieg in seine offene Phase überführte. An anderer Stelle schreibt das Blatt: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Ankündigung, sich auf diplomatischer Ebene intensiver um die Beendigung des Krieges in der Ukraine zu bemühen. Der Vorstoß des Bundeskanzlers war absehbar, denn er passt in die Strategie von Teilen der SPD, die Ukraine sehr subtil in einen von Russland festgelegten Scheinfrieden zu drängen, in dem die Unterstützung schrittweise zurückgefahren wird und stattdessen Scheinverhandlungen gefordert werden, sagte Kiesewetter Bild. Dass Scholz Russland bei einer Friedenskonferenz dabei haben wolle, sei falsch. Die Zeitenwende sei somit Farce und Geschichte. Die Geschichte wird Figuren wie Kiesewetter nicht vergessen und hoffentlich als Brandschatzer, Lügner, korrupten US- und Waffenlobby-Günstling und gefährlichen Demagogen brandmarken.